herzlich willkommen zu einem weiteren Video für dich im Schwitzkasten. Schauen wir uns hier an, was dich im Schwitzkasten hält, was dir Druck, eventuell Sorgen bereitet, wo es eng ausgeht. Zu diesem Video wie immer eine Extended-Version. Den Link findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Schauen wir uns die Blockaden an, Lösungsansätze, Lösungsvorschläge und das daraus Resultierende. Als erstes, lieber Löwe, höre ich, lass dich nicht prellen. Wow. Schau an. Diese Karte hier kam bei fast allen raus. Bei dir geht es darum, wo, welches Thema, bei wem opferst du dich auf? Hast das Gefühl, dich aufzuopfern, fühlst dich ausgenutzt und eben, lieber Löwe, lass dich nicht prellen. Was hält dich fest, was lähmt dich? Und was ist vergangen, was dich lähmt? Was lähmt dich im Hier und Jetzt? Ist es die Vergangenheit oder ein ganz brandaktuelles Thema? Blickwinkelausrichtung, verändern wir sie. Ist es tatsächlich so oder findet alles nur in deinen Gedanken statt, in deinem Kopf? Du beschäftigst dich täglich, stündlich, minütlich, bist vollkommen absorbiert und abgelenkt von dir selbst in der Lage der Aufopferung. Auch diese kam fast überall raus. Lieber Löwe, was willst du eigentlich? Wenn du deine Situation nicht mehr erträgst, sie nicht konform geht mit dem, was du eigentlich möchtest, warum hältst du dann daran fest? Du, einzig du allein, bist in der Lage, deine Situation zu verändern. Wie ich immer so schön sage, du musst dich schon selber retten, es kommt dich keiner retten. Hilfestellung hier und da, selbstverständlich. Doch die Rettung, da musst du schon selbst dran denken. Verlangst du oder bist du bereit zu erlangen? Was ist dein Ziel? Was dein großer Wunsch? Du selbst hältst dich von dem ab, was du eigentlich willst, indem du dem hinterherjagst, doch mit den Gedanken ganz woanders bist. Keine klare Sicht mehr. Der Looping im Kopf. Du beschäftigst dich mit Dingen, die ungesund für dich sind. Mental. Die Situation, was können wir zu deiner aktuellen Situation sagen? Manch einer von euch hat Existenzängste, Überlebensängste. Auch da, überleben, wir sind leben. Eigentlich hast du alles, was du brauchst. Doch hinter jeder Kurve bist du misstrauisch,
beziehungsweise vor jeder Kurve bist du misstrauisch, was dahinter ist und traust nicht. Du hast Angst, dass man dich prellen möchte, eventuell, selbstverständlich, aus Erfahrungen der Vergangenheit, dass du dann blöd aus der Wäsche geschaut hast, weil andere profitiert haben von deiner Liebe, deiner Gutmütigkeit. Der Löwe, der Mittelpunkt des Geschehens sein möchte, dies auch ist, doch ab und an vollkommen vergisst, dass er der Mittelpunkt ist. Du möchtest Frieden. Du möchtest Zufriedenheit. Du möchtest Schluss machen mit dem Selbstbetrug. Du möchtest leben. Das Leben erleben. Doch was steht dir da im Weg? Das Verlangen danach. Bist du verbunden? Ja, ich habe schon das Gefühl, dass du verbunden bist. Doch du traust dieser Verbundenheit nicht. Deiner Intuition traust du nicht. Du möchtest dich zurückziehen, nicht mehr kämpfen. Ja, und du brauchst eine neue Perspektive, der neue Blickwinkel. Sei präsent im Jetzt, doch fokussiere auf das, was du dir wünschst, was du möchtest. Ganz musi, ohne Wenn und Aber. Doch sei präsent. Königsdisziplin. Sei präsent in der absoluten Annahme. Und überlege dir nicht, was wäre wenn, morgen, übermorgen, was bringt die Zukunft. Denn da wird der Stress ausgelöst. Und erkenne, dass du im Hier und Jetzt gebraucht wirst. Im Hier und Jetzt siehst du. Im Hier und Jetzt kannst du deiner Stimme eine Stimme geben. Und im Hier und Jetzt kannst du handeln. So lähme dich nicht selbst auf der Suche, was ist um die Ecke. Sei präsent in diesem Moment. Wir machen weiter im Extended und schauen uns den wunderbaren Input an eines Magical Beings. Was es braucht, das daraus resultierende. Ich warte im Extended auf dich. Bis gleich. Ich freue mich. Ciao.